Hallo zusammen, heute ist der erste Impuls in unserer Fasten- und Gebetszeit. Ich versuche jeden Tag einen kleinen Impuls zu machen und hoffe, dass ihr den am Start von eurem Tag oder in der Mittagspause oder am Ende des Tages mal anhören könnt. Ich versuche das immer so circa 5 Minuten lang zu machen, kann auch ein bisschen länger dauern. Und in dieser Zeit des Fasten und Gebets wollen wir uns zuerst vorbereiten und uns ausrichten. Und deswegen möchte ich nochmal den Text aufgreifen, den wir letztes Mal in unserem Gottesdienst hier uns angeguckt haben, aus Jesaja 58. Und ich werde ihn jetzt nicht vorlesen, aber das Volk Israel sagt: Wir haben gebetet, wir haben gefastet, aber du scheinst nicht zu hören. Und Gott sagt dann zu ihnen: Hört zu, ja, ein Fasten, was mir gefällt, was wirklich euch Gehör verschafft, ist, wenn ihr ganzheitlich fastet. Das heißt, wenn euer Leben ausgerichtet ist auf mich, wenn ihr aufhört mit Ungerechtigkeiten, wenn ihr Menschen ungerecht behandelt, ihr müsst damit aufhören, wenn ihr über Menschen schlecht redet, wenn ihr Menschen unterdrückt. Und dann nützt euer ganzes frommes Leben oder eure frommen Übungen nichts, wenn ihr nicht das Ganze anschaut, wenn ihr euer Leben nicht synchronisiert mit dem Herzen Gottes. Und dann im zweiten Part sagt Gott, was für ein Fasten ihm gefällt, nämlich wenn wir die Fesseln der Ungerechtigkeit lösen, wenn wir die Jochstricke aufknöpfen, wenn wir misshandelte Freiheit verschaffen, wenn wir jede Art von Unterdrückung beenden. Und du denkst jetzt vielleicht, ja, das mache ich nicht, aber vielleicht sind es unsere Worte, vielleicht ist es unser Lebensstil, der dazu beiträgt, dass wir auch Menschen in einer gewissen Art und Weise unterdrücken, klein halten, dass wir Neid und Eifersucht in unseren Gedanken Raum geben. Das ist alles mit gemeint. Jesus bringt ja den Fokus weg von unserem Tun alleine, sondern er zeigt unser inneres Leben auf, auch unsere Gedanken. Ja, wenn wir eine Frau anschauen und wir haben lüsternde Gedanken, sexuelle lüsternde Gedanken, dann ist das schon Ehebruch, sagt er. Also das heißt, wir müssen unser ganzheitliches Leben von Gott durchleuchten lassen, um zu sehen, ob da irgendwie Sünde ist, irgendwie eine Art von Ungerechtigkeit. Und Gott will uns das aufzeigen. Und er hat es auch dem Volk hier aufgezeigt. Und dann gibt er ein wunderbares Versprechen: Wenn wir ganzheitlich beten und fasten, unser Leben in Übereinkunft, in Synchronisation mit dem Herzen Gottes bringen, dann fängt ein Licht an zu leuchten. Ja, die Nacht wird heller Tag. Gerade wenn du dich in einer schwierigen Zeit befindest, wirst du merken, wie es hell wird in deinem Leben. Und selbst wenn du in einer dürren Zeit bist, wird dein Leben grün sein und saftig sein, wie eine Wasserquelle. Und ich möchte uns auch nochmal diese Fragen vor Augen stellen, mit denen wir am Sonntag aufgehört haben. Da war nicht genug Zeit. Aber lest doch mal nochmal Jesaja 58, 1 bis 11 durch oder das ganze Kapitel. Und dann frag dich im Gebet: Habe ich durch ein dominantes oder manipulierendes Verhalten Menschen unterdrückt? Habe ich andere Menschen schlecht und ungerecht behandelt? Habe ich gerade einen Konflikt, das habe ich letzten Sonntag noch nicht aufgezeigt, mit jemandem, den ich lösen kann? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den möchte ich nur mal kurz highlighten. Petrus greift es mal auf und sagt: Wenn wir im Streit mit unserem Ehepartner sind und lösen diesen Konflikt nicht, dann müssen wir uns nicht wundern, warum unsere Gebete nicht erhört werden. Gott ist ganzheitlich. Er will nicht nur einen Teil unseres Lebens. Und deswegen ist es oft so, wir beten und fragen uns: Warum hörst du Gott nicht? Aber er will uns aufzeigen, es sind bestimmte Dinge in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind. Lass uns das in Ordnung bringen, unsere Beziehungen. Vielleicht als Ehepartner wieder neu uns um Vergebung bitten, wo wir vielleicht auch in Streit sind oder wo wir in Distanz und in Gleichgültigkeit leben. Oder mit anderen Menschen, wo wir in Konflikten sind, wo Neid und Eifersucht und schlechte Gedanken Raum bekommen haben, dass wir das vor dem Herrn bekennen, ausräumen. Habe ich schlecht über andere Menschen gedacht und geredet? Der Geist Gottes soll uns das zeigen. Wir müssen jetzt nicht nachgrübeln, sondern wenn der Geist Gottes uns das zeigt. Ich habe das mal erlebt vor einigen Jahren, dass der Geist Gottes mir in einer Gebetszeit etwas aufgedeckt hat, was ich schon vergessen hatte, wo ich jemanden ungerecht behandelt habe.
Und ich habe gemerkt, das ist eine Last, das blockiert mich und ich muss das in Ordnung bringen. Aber auch der letzte Punkt ist wichtig. Hatte ich Gelegenheiten, Menschen in Not Gutes zu tun, habe es nicht getan. Dass wir da auch Gott um Vergebung bitten. Und auch dann, wenn wir Gelegenheit haben, das auch tun, dass wir Menschen einfach in Not helfen, dass wir Gottes Barmherzigkeit Raum geben. Und so möchte ich euch mit dem Gebet noch segnen, auch für diesen Tag und den Herrn einladen, dass er uns diese Dinge zeigt. Herr, wir wollen in diesen Tagen uns jetzt mit den Blockaden beschäftigen, unser Leben ausrichten auf dich. Alles, was irgendwie unser Gebetsleben blockiert und hemmt, das soll aus dem Weg geräumt sein. Und so bete ich, Geist Gottes, zeig uns diese Dinge, wenn da was da ist, und hilf uns umzukehren, hilf uns unser Herz in Gleichklang zu bringen mit deinem Herzen. Überführ uns von Sünde. Räum aus, Herr, was nicht in Ordnung ist. Wir vertrauen dir, Herr. Und so segne ich euch in dem Namen Jesu. Amen. Schau mal wieder rein. Den nächsten Tag will ich wieder einen Input machen und bis zum Freitag. Und dann am Wochenende ist Pause und dann am Montag gibt es dann wieder bis zum kommenden Freitag die nächsten Inputs. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ciao.